Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ingo Thüringen. Wir verkaufen jetzt Raps. Wir fahren zum Müller, zum Landhandel Müller oder wie heißt der Typ. Da haben wir gerade die Innenansicht, dass wir ein bisschen besser sehen können. So, jetzt gehen wir jetzt immer Vollgas. Ab nächstes werden wir so wieder verkaufen. Bohnen. Und wir haben schon ein bisschen Geld verdient. Längerfristig will ich mal sehen, dass wir, oh, rum, dass wir noch ein paar Felder kaufen. Aber gut, das ist zwar noch weit hin, aber ein paar werden wir sicherlich leisten können. Leider ist Raps noch nicht gewachsen, wir können noch nicht düngen. Unkraut habe ich auch noch keins gesehen, das kann sich natürlich jeden Augenblick ändern. Auch mit dem Wachstum. Wir werden Startklapp zur Ernte, die Dresser stehen schon. Junge, fahr nicht so schnell, das ist eine Ortschaft hier. Aber wir sind ja zu hören, ne? Wir brauchen kein Blaulicht. Der Bauer Immi kommt vorbeigefahren. Oder ob der Zerfe, das ist Quatsch. Das ist der Spielstand von Modder gewesen. Deswegen ein Hof gewesen damals. Leider habe ich das damals nicht hinbekommen. Ein Solo-Spielstand. Das habe ich immer nicht hingekriegt, aber mal sehen. Beim nächsten Mal machen wir es anders. Ich scharf die Kurve genommen und geht schon los. Und da sind wir. Oh, müssen nur den Hänger wählen. Dann sehen wir, er schon mal 500 mehr wie bei Gers und Weizen. Sollte sich lohnen. Ja, 100.000 schon mal, nicht schlecht. Endlich Regen. In der Mitte die Woche bis zu 35 Grad. Das ist der Hammer. Nix für mich. Muss ich wieder die Klimaanlage anmachen. Bringt ja auch nicht viel, aber besser wie nichts. Das Schlimmste beim Schlafen, dass es immer so warm ist. Die Leistung passt auch zur Zeit. FPS ist bei 55. Das ist ganz gut. Bei der Frucht macht er meist Probleme. So, jetzt haben wir noch Soja zu verkaufen. Ja, die Zeit läuft. Das ist meine Sorge, dass ich die Uhr vergesse dabei. Und dann leider überziehe, das möchte ich aber nicht. Das ist keine Absicht. So 15 Minuten plus 3-4 Minuten als Reserve ist ein guter Wert. So, dann sind wir da. Aber die Bäume sind auch schon schön gewachsen, ne? Dann können wir noch ein paar Bäume verkaufen noch. Bäume haben wir noch verkaufen. Ja, mal Soja, mal sehen, wie man Soja haben will. Da sind wir. Wieder. Da ist er. Neues Raps kommt bald. Sojabohnen, das lohnt sich bald zwei Spuren. Wer will Sojabohnen haben? Wer zahlt den besten Preis? 1006. Auch Müller. Müller kriegt alles fast. Mensch, Junge. Ja, Müller heute kriegt viel.
fahren nicht mehr so gut bei der USA-Karte 16-fach. Dann bist du mit dem Zug hingefahren. Da hast man locker ein paar Millionen verkauft. Ja. Lieder. Was wir auch machen könnten, theoretisch ein so mal sehen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, ne, wenn ich vergessen hatte. Aber die Folge ist ja schon weit vorgeschritten. So sehen wir es auch. Da überlege ich mir, ob die Hänger verkaufe oder behalte. Mal sehen. Ich habe mittlerweile bessere. Weil Abfahrer ist etwas schwierig zurzeit mit Cosplay. Das mache ich noch lieber teilweise selber. Geht an sich besser, als wenn du dir ständig bewachen musst, dann kannst du eh nicht machen dabei. Wenn hier mal Land gehört, dann werden wir hier entsprechend auch ein bisschen planieren. Aber das kann dauern. Die Straße sowieso, das ist unbezahlbar. Brauche ich auch keine. Für Soja gibt es eigentlich auch bessere Preise als 1006, aber 1006 ist schon ein guter Preis. Schon mal 2000 gehabt irgendwo. Aber hier noch nicht. Hier waren es, ja, weiß ich auch nicht genau. Das war hier eine scharfe Kurve. Wir haben uns zum Glück nicht festgefahren und auch nicht irgendwo gegengefahren. Ja. Wäre so schnell gewesen. Spiegel etwas verkehrt oder bremsen wir lieber jetzt hier, ne, bevor wir wieder gegen den Baum fahren. Wir sehen ja nur die Räder von dem Spiegel, ne? Das ist ja das Bekloppte. Da sehen wir auch nur die Räder. Das Absicht ist, auch der obere Spiegel, mit schwarz. Macht nichts. So, Außenansicht. Lohnzahlung, also ein Kalkfahrer. Ja. GG. Abladen. Raus damit. Oh, schönes Geld. Können wir fast noch ein Feld kaufen, Mensch. Ein einfaches. $120.000. Was kosten denn die Felder so? Für mich macht ja Sinn, ein Feld zu kaufen, was im Prinzip in diesem Bereich ist. Oder das können wir nicht leisten, das kostet ja über 6 Millionen. Aber entweder 41 oder 49. kostet 714.000, 39. Das ist von der Größe her fast genauso wie die 41 oder noch größer, aber billiger. Die 48 kostet auch nicht viel. Das können wir ja kaufen und dann pflügen und kalken. Neue Felder gekauft. Dann können wir voll einsteigen, ey. Oder haben wir richtig Stress in Anführungszeichen?
Flügen können wir gleich machen. Das werden wir sofort einstellen. So, fahren wir hier rechts ran und dann schnappen wir uns einen Flug. Autos kann ich sowieso nicht, haben wir deaktiviert. Jetzt fliegen wir ganz kurz zum Traktor, unseren Fendt. Der ist genau richtig dafür. Oh, nehmen. Hängen wir aus. Da vorne nicht. Der Traktor könnte man reparieren. Die Frage ist, ob das Blut auch abgeht werden muss. Garantiert muss er noch gekalkt werden, aber das können wir ja gleich im Anschluss machen. Flügen wir erstmal, Anführungszeichen. So, Reparatur. Achso, Lauf geht mit Gas nicht. Ja, das ist dann, naja, ein bisschen ungünstig, ne? Wenn man nur Gas und Tastatur dann weg hat, außer Reichweite, dann ist das schlecht. Aber nichts. Haben wir nicht. Auf der Reichweite. Ja, wo ist denn der Flug? Diese Baumtechnik hier. Flug war eigentlich hier um die Ecke irgendwo. Auch nicht. Wo ist der Flug? Wo habe ich den hingestellt? Ach, ganz oben bestimmt. Da, wo er herkommt. Müssen sowieso noch eine Parkplatz bauen, Anführungszeichen, wo alles was lassen kann. Ach, das steht der Gute. Haben wir einen kleinen Flieger und der hat einen. Packt er vor. Alles gut. Der geht auch. Boah, die Bremse geht aber schlecht. Aber wir werden ja wahrscheinlich noch einen zweiten Flug kaufen, mal sehen. Oder mal sehen, mal sehen. Wir brauchen ja noch nicht so oft Flügen. Und von daher ist das nicht notwendig, das gleich neu zu machen. Ich wundere, das ist ein Gruppe, aber es ist als Flug umgeschrieben, also den habe ich so runtergeladen. Ich könnte das gar nicht. Sind die Werte auch beim OBS? 60, 5,2 CPU, das passt. Links, Grafikkarte 63, 70%. Passt auch. Gesamtwerte 85, 92. Naja. Wie gesagt, weil OBS läuft ja auch noch im Bildschirm, so eine tolle. Dass ich das sehe, was los ist, könnte man minimieren theoretisch, aber dann würde ich die Überwachung nicht mehr sehen. Was vor allen Dingen den Ton angeht, Maschinen und meine Wenigkeit. Meine Wenigkeit im Bild, das soll man auch mal erkennen. So als Kontrolle. Jetzt fahren wir mal schnell rüber. Tank ist gut gefüllt. Wir fahren mit 40 km/h. Mehr macht er ja nicht. Wir werden wahrscheinlich noch einen zweiten Flug kaufen, aber das ist eigentlich nicht notwendig, weil wir ja im Prinzip jetzt noch genügend Zeit haben und flügen, das ist tragisch, weil das machen wir zur Not auch noch zu Beginn. Dann haben wir volles Programm mit Aussehen. Also hier muss ich ganz kurz schauen, zur Karte, Servicekarte. Die 41 hat es nicht, sondern geradeaus zu.
der rechten Seite. Mal schauen, wo wir raufkommen aufs Feld. Wo hat es noch gut eine Zufahrt gelassen? Ach, da oben rechts. Sehen wir. Und das Feld haben wir. Das könnte man eigentlich gut zusammenlegen, theoretisch. So, aber erstmal nicht. Kursgenerierung. 48. 2. Machen wir scharf. Das sieht gut aus. Und arbeiten. Und jetzt gehen wir gleich zurück. Hier könnte man rein theoretisch mit denen ja kalken, und zwar auf. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn jetzt gerade? Das heißt, dann einmal einen Führungskurs einfahren. Wo Kalker eigentlich ganz gerne spinnen, ne? Erfahrung, letzte Mal kalken auf Feld 38, das war, naja, wenig interessant, ne? Also, so, schnell voll machen. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao. Oh!